Ich begrüße euch ganz herzlich für die Fortsetzung in der Betrachtung von Beziehungen, wie die Beziehungen sich verändern, wenn man in seiner Entwicklung um höhere Bewusstseinszustände zu verwirklichen, was damit passiert, so was da passiert in den Beziehungen, wenn unser Bewusstsein sich systematisch verändert, wie sich das auswirkt in den Beziehungen. Auf dem letzten Video habe ich gesagt, dass wir insbesondere, wenn wir in diesem uns bekannten Bewusstseinszustand sind, das heißt, wo wir wachen, schlafen, träumen, was jeder kennt, wenn wir da sind, aber noch nicht höhere Bewusstseinszustände entwickelt haben, dann sind wir meistens in so einem Modus, dass wir immer aus unserem Ego heraus handeln. Und das Ego ist immer so auf sich selbst bezogen. Das ist das kleine Selbst. Ich unterscheide zwischen kleinem Selbst und großem Selbst. Wenn das Ego im Spiel ist, dann ist es das kleine Selbst. Und wenn es das große Selbst ist, das ist das unbegrenzte allgegenwärtige Bewusstsein. Das, was unsere Natur ist, das ist das große Selbst. Und darum geht es jetzt eigentlich auch, dass wir mit Hilfe unserer Beziehung wachsen hin zum unbegrenzten Bewusstsein, dorthin, wo wir eigentlich hingehören. Und wenn wir ganz in der Gegenwart sind, und egal was uns begegnet, dann sind wir im Jetzt. Dann sind wir im Ja-Modus. Dann sind wir nicht im Widerstand. Wenn wir völlig präsent sind, völlig in der Gegenwart, dann sind wir eins mit dem, was uns begegnet. Wenn wir nicht ganz in der Gegenwart sind, dann sind wir in der Vergangenheit. Und wenn wir in der Vergangenheit sind, dann sind da unsere Gedanken, unsere Gefühle, die sind schon da. Wenn wir in der Gegenwart sind, da ist nur dieses reine Bewusstsein, dieser Beobachter, der Wahrnehmende, und der ist immer mit dem, was gerade ist. Wenn wir in der Vergangenheit sind, das heißt, da sind schon Gedanken in unserem Geist, da sind schon Gefühle da, das ist die zweite Ebene der Präsenz, da fangen eigentlich schon leicht dann die Probleme an. Aber wenn wir auch da voll bewusst sind, gewahr sind mit dem, was jetzt gerade in uns an Gedanken und an Gefühlen hochkommt, dann ist dieses Bewusstsein, dieser Wahrnehmende da und beobachtet das. Und dann ist es auch so, dass diese Eindrücke oder diese Erfahrungen, die man gerade hat, dass sie sich auflösen können. Wenn wir nicht in dieser Präsenz sind, nicht in dieser Wahrnehmung sind, das passiert meistens, wenn wir im Ego sind. Sobald wir im Ego sind, dann sehen wir den anderen nicht, was die Voraussetzung ist, um überhaupt in einer Beziehung zu sein. Da muss man ganz für den anderen da sein, nicht so halbherzig, sondern ganz, sich völlig vergessen eigentlich. Und das ist schwierig, solange wir noch in diesem normalen, sagen wir so, normalen Bewusstsein sind, weil das Ego lässt es gar nicht zu, dass wir wirklich in dieser Einheit, in diesem Ja sein können, dass wir von vollem Herzen zu dem Partner sagen, ja, ich bin für dich da, ich liebe dich. Viele sagen, nein, das möchte ich nicht, weil das ist ja eine starke Bindung. Das ist nur eine Bindung, wenn du im Widerstand bist. Jede Beziehung, egal in welcher Form,
Mutter, Vater, Ehepartner, Freund, auch zu den Tieren, Pflanzen, egal, ist nur ein Problem, ist nur eine Begrenzung, eine Abgrenzung, wenn man in Widerstand ist mit dem, was da ist. Und deshalb diese Idee oder Einstellung, ich bin gebunden durch meine Beziehung, ich bin nicht frei, ich möchte aussteigen, das ist im Kopf. Das ist nicht die Realität, wenn man wirklich jemanden liebt. Wenn du in der Liebe bist, dann bist du im Ja. Und dann bist du in der Präsenz. Das ist nicht etwas halbe Liebe hier und halbe Liebe da. Nein, du bist völlig da mit dem, was ist. Und das ist die Präsenz. Und dann beim letzten Video sagte ich, und da habe ich aufgehört, wenn ich jetzt ganz rausgehe aus meiner Beziehung, ganz raus, so, ich trenne mich von meinem Partner, ich trenne mich von meinem Körper, von meiner Sprache, von meinem Hören, von meinem Sehen, ich trenne mich davon. Das ist aber kein Trennen eigentlich in dem Sinne, sondern das ist einfach so, wir sind nicht mehr da in der Außenwelt, wir transzendieren die, dann sind wir in uns und da gibt es den Körper nicht und da gibt es den Partner nicht und da gibt es die Widerstände nicht und da gibt es die Probleme nicht und da gibt es auch keine Problemlösung, braucht man ja nicht. Aber diese Tatsache, dass man da ist und dann wieder rauskommt, dann kommt man mit diesem reinen Bewusstsein mehr wieder in die Aktivität und dann auch in die Beziehung. Und dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Da merkt man, dadurch, dass ich in der völligen Widerstandslosigkeit war, und das ist es ja, wenn du in der Transzendenz bist, wenn du in diesem reinen Bewusstsein bist, da gibt es ja nichts, wo du Widerstand haben kannst, weil nichts da ist. Das heißt, da ist einfach Freiheit. Wir können auch sagen, da bist du völlig frei von allen Beziehungen, von allem, was ist. Und jetzt kommst du aber mit dieser Freiheit in deine Beziehung. Und dann erfährst du auch in deiner Beziehung mehr Freiheit. Das Ego ist ja noch nicht gleich weg. Wenn wir in der Transzendenz, gibt es kein Ego, aber es bedarf eine gewisse Zeit, bis wir diese Transzendenz stabilisiert haben, dass uns nicht mehr verloren geht. Und wenn es uns nicht mehr verloren geht, dann sieht das so aus, ich bin ständig in mir selbst. Und gleichzeitig bin ich der Handelnde. Nee, anders gesagt, ich bin immer in mir selbst und bin der Beobachter von all diesen Handlungen und auch von meiner Beziehung und auch wenn da Widerstände sind, bin ich immer der Beobachter. Ich bin nicht mehr wie vorher involviert, weil das Ego ist nicht mehr so relevant, ist nicht mehr so im Vordergrund, wenn du dieses reine Bewusstsein etabliert hast. Wir nennen das kosmisches Bewusstsein oder das ist der Zustand von Ich Bin. Du hast das reine Bewusstsein stabilisiert und dieses reine Bewusstsein ist mit den anderen drei uns bekannten Bewusstseinszuständen, Wachen, Schlafen und Träumen. Und dann hast du immer diese Freiheit, aber es gibt immer noch so ein bisschen gewisse Stress und Verspannung, die noch im Nervensystem sind, die noch nicht ganz gereinigt sind. Und es gibt dann auch noch im Relativen, obwohl du schon ganz gut bei dir zu Hause bist. Also du bist ja zu Hause, aber du wirst jetzt konfrontiert mit diesen Dingen. Aber solange das Nervensystem noch nicht 100% gereinigt ist und noch nicht 100% oder noch nicht sich so weit entwickelt hat, dass es die feinste Ebene der Schöpfung wahrnehmen kann, das ist im Gottesbewusstsein, da sind immer noch so gewisse Spuren, so vielleicht auch ein bisschen Ungereimtheit. Und dann passiert es oft, meistens ist es jetzt im Gegensatz zu den drei uns bekannten Bewusstseinszuständen, wo das transzendentale Bewusstsein noch nicht da ist, passiert jetzt meistens in der Beziehung so, dass man immer präsent ist mit seinem Partner. Das ist das meiste. Und da kommen diese Schwierigkeiten, das ist kein Widerstand, dass man so in der Gegenwart und so eins mit dem Partner, und weil ja auch die Liebe da ist, und da gibt es keine Überschattung mehr. Und dann kommt das Nächste, und trotzdem kann dann plötzlich mal so eine Woge kommen, wo man auch spürbar, da bin ich noch ein bisschen im Widerstand. Aber dieser Widerstand, dadurch, dass du mit diesem reinen Bewusstsein da bist, so gewahr bist jetzt von deinem Widerstand, löst sich der auch sofort wieder auf. Man kann das so vergleichen, wenn man ganz im Ego ist
und man ist im Widerstand. Und dann hinterlässt ja dieser Widerstand Eindrücke bei uns, Stress und Verspannungen. Man ist verärgert und der Ärger geht nicht gleich wieder weg. Und das kann so weit gehen, dass wir unser ganzes Leben verärgert sind über eine Person, weil die uns beleidigt hat. Das ist so zu vergleichen, man nimmt Hammer und meißelt und meißelt da so eine dicke Kerbe jetzt in den Beton und die bleibt das ganze Leben. Viele Leute sind so vergrämt über andere Leute, weil sie verletzt worden sind und die kriegen das nicht fertig, das zu lösen. Man versucht dann durch Hingabe, durch irgendwas zu machen oder man geht zum Psychologen, nicht auch Eheberatung, so nicht, oh, der hat mich verletzt und ich komme aus den Verletzungen nicht mehr raus und es tut mir so weh und so. Und immer wenn man den Partner jetzt sieht, dann kommen die Verletzungen wieder hoch, weil man sich an diesen Verletzungen festgebissen hat. Oder anders gesagt, die sind jetzt so tief in unserem System drin, dass wir immer wieder mit diesen Verletzungen konfrontiert werden, wenn wir den Partner sehen. Und das ist der Hauptgrund, weshalb auch viele Ehen auseinandergehen, weil man kommt aus diesen Verletzungen nicht raus und man ist in der Beziehung immer in der Vergangenheit. Das heißt, immer in Widerstand mit dem, was der Partner macht. Der kann machen, was er will. Der kann ganz lieb sein, der kann total treu sein. Und ist aber, wenn Verletzungen da sind aus der Vergangenheit und die haben die nicht aufgelöst, dann ist immer das Gefühl der Verletzung auch in der Beziehung, obwohl der Partner alles macht, damit es wieder schön wird. Das ist nicht so schön und deshalb ist es gut, dass man auch diese Verletzung transzendiert. Und dann bist du, transzendierst, dann sind ja die Verletzungen weg und dann kommst du mit diesem mehr klaren, reineren Bewusstsein wieder zu deinem Partner und dann merkst du plötzlich, boah, das tut mir gar nicht mehr so weh. Was vorher immer noch so geschmerzt hat, so nicht. Das kann genauso bei den Kindern sein oder mit den Eltern. Das ist ja auch oftmals ganz viel, dass Kinder Schwierigkeiten mit den Eltern haben und die Kinder Schwierigkeiten mit den Eltern, auch wenn die Kinder schon jetzt 30, 40, 50, 60 Jahre alt sind, die Eltern leben noch nicht. Und da gibt es oftmals auch immer noch dicke Probleme, vielleicht auch aus der Kindheit oder irgendwie im späteren Lebensraum, wo Probleme aufgekommen sind und die können nicht gelöst werden, weil diese dicke Kerbe da entstanden ist und man versteht nicht, die Kerbe wieder zu verputzen. Und das beste Mittel ist, jetzt einfach wegzugehen aus diesen Schwierigkeiten, aus diesen Problemen, jetzt mit den Eltern oder dem Partner, wegzugehen. Das heißt nicht, dass man jetzt wegreisen muss oder dass man sich trennt. Das heißt einfach nur, erstmal wegtranszendieren, zu sich selbst kommen und dann wieder aus der Transzendenz in dieses Problem hineingehen und dann merkt man plötzlich, boah, das kann plötzlich völlig weg sein oder man merkt, es ist nur noch 30% da und dann spricht man drüber. Vorher konnte man vielleicht gar nicht mehr sprechen miteinander und jetzt fängt man drüber an zu sprechen und dann kann es gelöst werden. Und deshalb ist dieses Eintauchen in die Transzendenz so wichtig, gerade in der Beziehung, weil da kommen die meisten Stress und Verspannungen auf aus der Vergangenheit, so Kindheitserleben ist alles Mögliche. Alles, was wir verdrängt haben und nicht wirklich uns anschauen wollen, kommt in der Beziehung zum Vorschein, weil der Partner, den man liebt, der hat Zugang zu dir, zu deinem tiefsten unbewussten Bereich, wo alles Mögliche reingekommen ist. Du hast es schon völlig vergessen, nicht? Vielleicht eine Vergewaltigung oder eine Kränkung so durch die Eltern oder eine Misshandlung so im früheren Leben oder was auch immer. Auch das ist alles, was wir irgendmal erlebt haben in der Vergangenheit. Das ist also nicht nur in diesem Leben, sondern auch in den vergangenen Leben oder viele Leben zurück, weil alles wird gespeichert, wenn es nicht gelöst wird oder nicht gelöst wurde in der Vergangenheit. Und wenn wir jetzt dadurch einen Partner damit konfrontiert werden, dann ist das so ein großes Geschenk, dass der Partner jetzt die Möglichkeit hat, bei dir so rumzubuddeln in deinem Unterbewusstsein, in deinem Unbewusstsein, in deiner Unbewusstheit und Dinge an die Oberfläche bringt, die, boah, da möchtest du weglaufen, ich kann es nicht aushalten. Ist ja vielleicht auch mal ganz gut, so mal einen Tag oder zwei Tage vom Partner wegzugehen, also nicht nur transzendieren, sondern wegzugehen und dann wieder zusammenzukommen und dann vielleicht da, wenn man zwei Tage Urlaub hat davon, dann sieht die Welt schon anders aus oder aber auch, oder gemeinsam meditieren oder mal alleine meditieren. Das, was notwendig ist, dass man wieder in den Fluss der Evolution kommt, dass man wieder in die Liebe kommt. Die Liebe, jeder ist in der Liebe. Die Liebe geht nicht weg, weil man sich mal gestritten hat, gerade in der Beziehung. Die Liebe ist da. Manchmal ist es eine Hassliebe nicht, oder so eine Wutliebe, weil so viel hochgekommen ist. Aber jetzt, das mit dem Wissen, mit dem Erkennen, dass alles, was in uns ist, kommt irgendwann hoch und das, was gut ist.
Das ist nicht schlecht. Das ist ein Geschenk. Der Partner ist ein Geschenk, wenn der jetzt die Fähigkeit hat, die Möglichkeit hat, den ganzen Ramsch, den wir so immer weggebuddert haben, weggetan haben, wollten wir uns nicht anschauen, wollten nicht transzendieren, wollten nicht meditieren. Und auch unsere Meditation ist nicht so toll, wenn wir so viel Stress und Verspannung in unserem Nervensystem haben. Also der Partner ist so ein großes Geschenk und es geht nur darum, in der Partnerschaft damit gut umzugehen, wenn jetzt diese Brocken hochkommen. Nicht? Und deshalb das A und O, kann ich gar nicht oft genug wiederholen, ist immer diesen Behälter zu vergrößern. Weil wenn wir in diesen 20% Bewusstsein bleiben, da können wir nicht viel mit anfangen oder können wir nicht viel reinigen oder haben wir nicht genügend Verständnis für den Partner. Und aber dieses Weglaufen vom Partner bringt es ja auch nicht. Wenn wir unsere 20% haben und laufen jetzt weg und dann nehmen wir uns einen anderen Partner, dann werden wir das Gleiche wieder erleben, weil diese 20% da sind und dieser ganze Müll, der jetzt in diesen 80% noch drin ist, in unserem Unterbewusstsein oder Unbewusstsein, der kommt der nächste Partner und buddelt da drin rum und dann kommt das wieder hoch und dann haben die gleiche Schwierigkeit nicht und viele Leute waren schon 4-5 Mal verheiratet, habe ich gehört, oder 6 Mal nicht und kommen gar nicht zu Potte, weil sie einfach nur in ihrem Denken bleiben und ihrer Gefühlsebene nicht und glauben, dass aufgrund des anderen Partners, wenn sie jetzt einen anderen Partner nehmen, der denkt anders, der fühlt anders, aber das nützt nicht viel, wenn der Behälter, dieses Bewusstsein von 20% nur da ist, dann werden wir immer dieses Problem haben. Also weglaufen nützt überhaupt nichts oder auch zum anderen Ort gehen, nicht von einem Ort zum anderen zu gehen, das macht das Ego. Das Ego sagt, nee, hier finde ich keine Ruhe, hier finde ich keine Stille, ich muss mal hier hinreisen, dann muss vielleicht nach Afrika oder muss hierhin oder dahin, da ist es viel schöner, da ist viel mehr Sonne und so nicht. Das im Grunde genommen ist es immer ein Weglaufen vor sich selbst. Wie es so schön heißt, so auf der anderen Grabenseite ist das Grün viel grüner, nicht? Aber das ist alles Illusion, alles Kopf, nicht? Alles Kopfgeschichten, die wir haben, die nicht uns zum Selbst führen. Und das, darum geht es ja in der Beziehung, dass wir zum Selbst kommen, dass wir zur Einheit kommen, dass wir in die Liebe kommen, in die wahre Liebe, nicht in diese 20% Liebe. Das ist auch ein bisschen wahre Liebe, aber nur 20% an wahre Liebe. Und da fehlen uns 80%, um wirklich glücklich zu sein, auch in der Beziehung und ins Leben, nicht? Ob mit Partner oder ohne Partner. Wir müssen dahin kommen, dass wir wirklich 100% an Liebe erfahren, nicht? Und das ist die Evolution. Die Evolution will das. Aber solange wir uns gegen die Evolution verhalten, auch in der Partnerschaft, wenn wir im Widerstand sind, dann verhalten wir uns gegen die Evolution. Natürlich gibt es auch Situationen, wo der Partner völlig schräg ist und sagen wir mal so, dass er vielleicht was von dir verlangt, was auch nicht in der Evolution ist. Und das muss man halt abwägen, nicht? Ob man das auch annehmen kann und das vielleicht dem Partner dadurch mehr auf die Ebene so des reinen Bewusstseins bringt oder so in den Fluss der Evolution bringt. Das muss man so herausfinden, wenn er völlig daneben ist und nie begreift und nicht bewusst wird und gar nicht bewusst werden will und nicht den Fluss der Evolution haben möchte. Ich denke, dann ist es auch ganz gut, sich zu verabschieden von seinem Partner. Weil es gibt viele Familien oder viele Ehepaare, der eine sagt, oh, Meditation ist total schön, ich brauche das, es tut mir gut. Und der erweitert jetzt permanent sein Bewusstsein. Und der Partner, der sagt, boah, das ist so eine Zeitverschwendung, die Augen zu machen. Nee, und da wirst du nie zur Potte kommen, nicht? Geh doch lieber arbeiten, nicht? Oder und verdien mal ein bisschen mehr Geld, nicht? Komm mal mehr ins Leben rein und so, nicht? Das ist alles Zeitverschwendung. Nee, der jetzt so materiell denkt, der ist verkehrt. Der ist nicht richtig, weil unser Leben ist so gestrickt, dass wir wieder dahin kommen, wo wir hin sollen. Evolution, nicht? Und das schnellste und beste Mittel ist, wenn wir direkt zu uns selbst gehen. Und dieses Selbst mit in unsere Beziehung bringen und da die Liebe wachsen lassen, erblühen lassen, nicht? Und das hilft dann auch wieder, dass man wieder tiefer eintauchen kann in die Meditation. Jetzt komme ich zum, jetzt habe ich ja so ein bisschen beschrieben, wie das ist, wenn man das reine Bewusstsein entwickelt hat. Und jetzt geht es darum, auch so, dass es stabil ist, dass es uns nicht wieder verloren geht, nicht? Darum geht es nicht. Und erst dann kann ich wirklich in der Präsenz sein. Und dann kann ich wirklich im Ja sein. Nicht? Und dann kann ich auch meinen Partner wahrhaftig in die Arme nehmen. Nicht? Und ihn drücken und ihn lieben und all das. Also, gehört alles dazu zum ganzheitlichen Leben. Nicht? Auch, dass wir die Beziehung erblühen lassen, dass wir unser Leben erblühen lassen, nicht? Dass wir unsere Kommunikation erblühen lassen, nicht? Dass wir alles, was wir gerne möchten, erblühen lassen auf der Grundlage des reinen Bewusstseins.
Und die Beziehung erblüht ganz automatisch, ohne dass wir da kämpfen müssen oder in Widerstand gehen müssen, nicht, oder den anderen belehren müssen immer so. Man kann den anderen schon sagen, du wärst ganz schön und lieb, nett und so, wenn du das so machen könntest, tut mir dann auch gut. Und wenn er das macht, da freut man sich drüber und dann wächst man ja auch noch mehr zusammen. Aber wenn der mal im Widerstand ist und so, dann muss man halt immer mal gucken, so, wenn das ein Dauerzustand ist, nicht, da müssen wir nicht unbedingt unsere Zeit dran verschwenden, mal mit 20, 30 Jahren, wenn der Partner nicht bereit ist, in diesen Evolutionsfluss zu kommen, nicht? Worum es geht, wir wollen nach Hause kommen und der Partner, der sollte wie ein Fertilizer sein, ein Hilfsmittel, auch ein Hilfsmittel, damit wir schneller in diesen Evolutionsfluss kommen. Aber wenn der Partner uns nur Probleme macht und nur im Widerstand ist und immer quer steht zu unserem Leben, zu unserer Evolution, goodbye, nicht? Würde ich sagen. Ja, denn, ach so, jetzt gehe ich mal, wenn wir im Gottesbewusstsein sind, nicht? Im Gottesbewusstsein, nicht? Wenn ich diese Bewusstseinszustände aufzähle, so wachen, schlafen, träumen, transzendentales Bewusstsein, kosmisches Bewusstsein, Gottesbewusstsein, Einheitsbewusstsein, Brahmanbewusstsein, jetzt in Bezug auf Beziehung, das sind keine ausgedachten Bewusstseinszustände, das sind Bewusstseinszustände, die hat der liebe Gott so vorgesehen, damit wir von diesen uns drei bekannten Bewusstseinszuständen wieder nach Hause kommen, dass wir wieder in dieses Einheitsbewusstsein kommen. Das ist nicht jetzt so eine Theorie oder von irgendeinem Guru, der sagt so, das sind jetzt diese verschiedenen Bewusstseinszustände. Nein, es kommt aus den Veden, aus der vedischen Wissenschaft. Das ist alles festgelegt in dem vedischen Wissen, wie die ganze Entwicklung sein soll, auch jetzt so Bezug Partnerschaft. Es wird alles festgelegt, so ist alles so. Natürlich haben wir unseren freien Spielraum, aber diese Entwicklungsstufen, die wir jetzt einmal mal so ganz grob sagen, es gibt Tausenden von Bewusstseinszuständen, aber diese sind gravierend, diese 7 oder 8 Bewusstseinszustände sind gravierend. Und deshalb finde ich das heute auch ganz schön, das mal im Lichte, diese Beziehung im Lichte von unseren Bewusstseinszuständen zu betrachten. Und jetzt im Gottesbewusstsein ist es so, im kosmischen Bewusstsein war ich immer noch getrennt. Da ist der Partner, den ich wahrnehme, aber das, ich bin noch nicht eins mit dem Partner, ich bin getrennt. Ist nicht so toll, wir wollen Einheit haben, nicht? Und das ist ja das Bestreben in jeder Beziehung, Einheit, nicht? Und das geht aber nur über das Bewusstsein, es geht nicht über den Körper. So, das ist ein Irrtum, dass wir über den Körper die Einheit erzielen können. Aber diese Einheit ist eine Sache des Bewusstseins und das erreichen wir nur, wenn wir im Einheitsbewusstsein sind. Aber im Gottesbewusstsein ist jetzt diese allerhöchste Entwicklungsstufe im Relativen. Das heißt, unsere Wahrnehmung ist jetzt so weit verfeinert, unser Nervensystem hat sich so weit verfeinert, und alle Stress und Verspannung sind weg, kein Widerstand, nichts mehr, was im kosmischen Bewusstsein vielleicht noch so ein bisschen ist, ist im Gottesbewusstsein alles weg. Und dann machen wir auch nichts mehr, dann passiert es ganz automatisch, dass wir ins Einheitsbewusstsein kommen. Aber selbst im Gottesbewusstsein, da erfahren wir schon diese höchste Glückseligkeit, die höchste wahre Liebe, die wir erfahren können. Die wir richtig erfahren können, auch in unserer Beziehung. So nicht. Das ist die höchste Glückseligkeit, die man überhaupt erfahren kann, alleine, auch ohne Partner. Aber wenn du in einer Partnerschaft bist, denn das ist, also man sagt ja immer, wenn ein Glück da ist und dann noch ein Glück ist, nicht, dann kommen zwei Glücke zusammen, das ist ja nochmal mehr. Nicht? Also zwei Glückseligkeiten zusammen ist mehr als eine Glückseligkeit. Aber das muss man mal ausprobieren, wenn man mal da ist, wie sich das denn auswirkt. Oder auch Paare sehen und erfahren, es wird wahrscheinlich nicht so viele geben bisher, aber wir sind alle auf dem besten Weg dahin, dass wir dahin kommen, dass wirklich wir in der wahren Liebe sind und diese wahre Liebe leben in der Partnerschaft. Oder auch alleine, je nachdem, was unser Lebensplan beinhaltet. Du kannst ja auch Brahmachari sein, nicht? In der Höhle sein, bist ganz alleine so nicht? Und erlebst genau das, was auch in der Partnerschaft läuft. Und das hängt ja ganz davon ab, wie dein Lebensplan auch ist. Nicht? Man kann nicht sagen, du musst jetzt alleine sein
und du, oder du musst in der Partnerschaft sein. Nein, das ist so einfach. Eigentlich ist das auch vorbestimmt. Das weiß jeder so, der sich idiotisch auskennt in der Astrologie. Das ist, wenn es, man erleuchtet, der das guckt, der sieht genau, was dein Lebensplan ist. Aber da spreche ich später drüber. Das wäre jodisch jetzt, östliche Astrologie, das Licht hineinzubringen in dein Leben durch die Planeten. Nicht? Die Planeten spiegeln alles das, was du ja auch bist. Im Gottesbewusstsein, das heißt im Einheitsbewusstsein, das passiert automatisch, dass ich im Einheitsbewusstsein ist. Einheitsbewusstsein ist das, wenn das auf den Partner bezogen ist, schau, ich habe das reine Bewusstsein in mir schon etabliert, schon im kosmischen Bewusstsein. Da gibt es nicht mehr reines Bewusstsein, da gibt es nicht mehr Selbsterfahrung. Das ist im kosmischen Bewusstsein. Und jetzt habe ich mich weiterentwickelt nicht. Und das ist aber alles im Relativen. Ich entwickle mich nicht auf der Ebene des kosmischen Bewusstseins, auf der Ebene des Selbstes weiter. Selbst hat keine Ebene. Selbst ist allgegenwärtig. Da ist keine Weiterentwicklung möglich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir, bevor wir ins kosmische Bewusstsein gehen, dass wir dieses Wissen haben, das, was wir jetzt hier auch miteinander teilen, dass wir das Wissen haben, dass es der Anfang ist oder dass es da richtig erst losgeht mit unserer Entwicklung und mit der Erfahrung von Liebe, Hingabe und Glückseligkeit, indem wir weitere Schritte gehen, um zum Gottesbewusstsein zu kommen. Also nicht hängen bleiben im kosmischen Bewusstsein, sondern weitergehen und auch in der Beziehung nicht, weil die Beziehung beginnt erst ab dem kosmischen Bewusstsein richtig. Nicht, weil erst da beginnt es, dass wir wirklich die Liebe, die wahre Liebe, immer mehr auch in dem Partner erfahren. Und der Höhepunkt der Liebe zum Partner und auch zu deinem Freund, zu deinem Hund, zu deiner Katze, zu allem, was dir begegnet, ist im Gottesbewusstsein. Und sagen wir mal, dass der Höhepunkt, der allerhöchste Punkt ist jetzt im Einheitsbewusstsein, wo du dein Selbst, was du im kosmischen Bewusstsein realisiert hast, dass du das Bewusstsein in deinen Partner erfährst. Ganz konkret. Dass du dein Selbst, was jetzt bis immer so noch begrenzt war und noch nicht eins war mit deinem Partner, dass du das im Einheitsbewusstsein erfährst, dass dein Partner und da bist du und da kannst du nicht mehr sagen, da ist dein Partner und hier bin ich, wir sind getrennt. Das ist so eine Trennung. Nee, du und dein Partner seid eins. Das ist Einheitsbewusstsein. Keine Trennung. Weil dein Selbst ist das Selbst von deinem Partner. Und das Selbst von deinem Partner ist dein Selbst. Also das ist kein Unterschied. Es gibt nur ein Selbst. Gut zu verstehen. Nicht viele Selbste. Du hast dein Selbst, ich habe mein Selbst. Nein, das machen wir oftmals so im Sprachgebrauch. Ich komme erstmal zu dir selbst. Nicht so, das ist dein Selbst. Und ich muss mein Selbst realisieren. Aber in Wirklichkeit ist das so. Es gibt nur ein Selbst. Und das, dieses eine Selbst ist allgegenwärtig. Und das bist du. Und das ist dein Partner. Und das sind wir alle. Ohne Trennung. Und der ganze Clou jetzt in der Geschichte ist, in der Beziehung, dass jede Beziehung diesen inneren Wunsch hat, von der Seele her. Manchmal, wir wissen das gar nicht, wir werden so gesteuert, so oftmals von der Seele, weil die Seele möchte diese Einheit haben. Die Seele, wenn wir in diesen drei uns bekannten Bewusstseinszuständen sind, dass die völlig überlagert von unseren ignoranten Handlungsweisen oder von unserem Leben, weil wir nicht im Fluss der Evolution waren. Und dann ist das so, dass das Ego kann gar nicht erblühen oder sie kann sich gar nicht zeigen, das strahlende Licht vom Ego, was da ist, aber das wird verdeckt dadurch, dass wir nicht im Fluss der Evolution sind, weil wir nicht richtig handeln. Und wenn wir nicht richtig handeln, schaffen wir Probleme. Und wenn wir Probleme schaffen, dann sind wir uns überschattet von dem Problem. Wir identifizieren uns auch noch mit dem Problem. Und da müssen wir rauskommen. Und deshalb transzendieren, aus dem Problem raus. Und dann diese Übung jetzt auch, nicht im Widerstand zu sein, mit dem Akzeptieren, annehmen, Widerstand. Und das können wir eigentlich nur richtig praktizieren, indem wir erst meditieren, erst transzendieren in den Zustand, wo reine Präsenz ist, wo du völlig gegenwärtig bist, wo du völlig wach bist, wo es kein Unterbewusstsein gibt, wo es kein Unbewusstsein gibt. Das gibt es da nicht. Reine Bewusstsein ist rein von Unbewusstsein. Aber wie gesagt,
Anfangs ist es immer noch so, dass wir dann wieder ein bisschen überschattet werden, weil dann doch noch wieder ein bisschen unbewusster da ist. Solange wir Stress und Verspannung in unserem Bewusstsein haben, sind wir unbewusst. Und deshalb A und O, Nervensystem reinigen, reinigen, reinigen. Und in dem Maße, wie wir unser Nervensystem reinigen, nimmt unser Bewusstsein zu, unsere Bewusstheit zu. Wir sind immer mehr in der Präsenz, sind immer mehr in der Präsenz, sind immer mehr in der Präsenz. Sie sind immer mehr in der Liebe, mehr in der Liebe. Wir sind immer mehr für den anderen da, nicht nur für den Partner, wir sind denn für alle da. Aber die Partnerschaft von der Frage, ja, was, wenn das alles eins ist, eine Suppe ist sozusagen, was macht denn die Partnerschaft in der Liebe dann aus? Ja, die Partnerschaft ist dieses i-Tüpfelchen. Das ist nochmal so ein Glücksgefühl mehr. Du hast dieses allgemeine Glücksgefühl realisiert, wenn du im Einheitsbewusstsein bist. Und denn der ist ja auch das Gottesbewusstsein gegenwärtig. Und dieses Einheitsbewusstsein, da ist diese reine Glückseligkeit, da ist die wahre Liebe, die ist da, aber die erfährst du nicht, wenn du so ganz bei dir bist, so sagen wir, wenn du alles transzendiert, das wegtranszendierst, das ist nur die Transzendenz, das ist ja auch Einheit, das ist nichts Weites, aber das muss sich jetzt ja auch ausdrücken können. Und deshalb, wir wollen alle Aspekte des Lebens ganz leben, das heißt die Partnerschaft ganz leben, das auch unseren Wohlstand ganz leben. Und ob wir jetzt 1 Million auf dem Konto haben oder ein paar hunderttausend oder 1000 oder 150 Euro, spielt keine Rolle, weil wir davon nicht abhängig sind. Unser wahrer Wohlstand ist dieses reine Bewusstsein, diese reine Glückseligkeit und das zu leben in dem weltlichen Leben. Und wenn du da Millionär bist und eine Yacht hast, dann kannst du erst wirklich dein Leben da voll leben. Oder wenn du ein armer Schlucker bist oder so, lebst du in der Hundehütte oder so, nicht? Oder in der Tonne, dieses bekannte Beispiel, wo der Yogi da in der Tonne sitzt und dann sagt, geh mal weg hier so, du stehst da vorm Licht. Das drückt ja auch aus, der ist so in der Glückseligkeit, nicht? Und der braucht nichts, nicht? Der ist einfach mit dem, was er hat, völlig zufrieden. Gutes Beispiel übrigens, die Tonne jetzt kommt mir gerade. Der ist mit dem, was er hat, völlig zufrieden. Das ist so eine Selbstgenügsamkeit, nicht? Und das ist, wenn dein Partner sagt, du, ich verabschiede mich jetzt, wir haben genug Zeit verbracht. Du bist so mit dir eins und so zufrieden, der kann ja ruhig gehen, aber kann ja gar nicht gehen, weil äußerlich schon, aber ihr seid ja in einer Einheit und da kann niemals etwas von dir weggehen, weil du bist ja eins, nicht? Du bist mit deinem Partner eins, du bist mit deiner Umgebung eins, ist alles eins und deshalb, du musst gar nicht mehr irgendwo hingehen, weil überall, wo du hinkommst, da bist du ja schon. Weil dein Selbst ist nicht begrenzt auf dem Ort und dieses Selbst, wenn es nicht begrenzt auf dem Ort ist, das heißt, du bist an allen Orten gegenwärtig. Das, klar, du kannst nach Hollywood irgendwo nach Mallorca oder so fliegen, für den Körper vielleicht ganz nett und äußerlich auch ganz nett, nicht? Aber von der Sicht des Bewusstseins ist es nicht notwendig, du wirst da nicht mehr Glückseligkeit finden können, weil die höchste Glückseligkeit, die hast du bereits erreicht, wenn du im Einheitsbewusstsein bist. Und im Brahman-Bewusstsein, das ist die letzte Ebene jetzt nochmal, oder das letzte Bewusstsein noch in der Beziehung, das ist so, im Einheitsbewusstsein bist du immer so auf deinem Partner und erfährst die Einheit, so dass keine Trennung, aber das ist nur zwischen dir und deinem Partner. Und jetzt, und wenn du jetzt links und rechts so guckst, so um dich herum und so, da ist noch Trennung. Da ist noch nicht die Einheit eingetreten. Und das ist auch wieder den Schritt des Nervensystems, dass wir uns da weiterentwickeln. Und dann werden wir merken, dass unser Radius oder unser Blickwinkel immer weiter wird, wo wir gleichzeitig auch die Einheit erfahren. Nicht? Und jetzt ist es so auf die Familie bezogen, da erfahren wir erst nur den Partner und jetzt wir bleiben zusammen, entwickeln uns weiter, nicht? Und meditieren brauchen wir dann nicht mehr, aber sind so ein Eins und diese Glückseligkeit, die ist da und so alles. Und aber trotzdem, solange es den Körper gibt, auch nochmal ein wichtiger Punkt, solange es den Körper gibt, gibt es noch eine Expansion, gibt es eine Weiterentwicklung hin bis zur Unsterblichkeit, dass der Körper nicht mehr stirbt. Gibt es also immer noch Schritte, wo wir uns weiterentwickeln können? Und in einer Partnerschaft toll, nicht? Der Körper, der wird immer leichter, nicht? Immer durchsichtiger, immer durchsichtiger, immer durchsichtiger, nicht? Und irgendwann braucht er nicht mehr da zu Grabe getragen werden. Immer weiter. Aber was wollte ich sagen? Achso, in dem Brahman-Bewusstsein, das heißt,
Das Brahman-Bewusstsein, das wächst immer weiter. Aber wir werden sehen, dass wir immer mehr einschließen können, nicht bis wir das letztlich die ganze Erde, das ganze Universum als unser Bewusstsein erfahren, ist das Brahman-Bewusstsein, nicht? Also ohne Grenzen, Entwicklung ohne Grenzen, immer weiter und immer schöner, nicht? Also auch diese Stille, die wir erfahren jetzt schon im kosmischen Bewusstsein, boah, ist so toll. Die Stille und auch die Liebe, nicht? Auch schon ganz toll, nicht? Aber es ist noch Trennung. Kommt sie jetzt ins Gottesbewusstsein? Boah, da ist schon so viel Einheit, das ist so, das ist zwar noch Trennung, aber das sind schon so Übergänge. Die Form, du siehst deinen Partner noch, aber der ist schon so fast formlos, nicht? Die Form, die löst sich schon auf, so, nicht? Die ist so durchsichtig wie dein Partner. Da ist immer noch ein bisschen Form da, nicht? Und das bleibt auch im Einheitsbewusstsein, aber das, was noch ein bisschen Form hat, da wirst du sehen, da ist die Trennung von Form ist nicht mehr da, das ist die Einheit. Und ein bisschen Form wird noch bleiben, da sagen wir Licht, ja, Vidya zu, diese neue Spur an Unwissenheit, die wir brauchen, damit wir überhaupt noch auf der Erde existieren können. Nicht? So zum Schluss, wieder lang geworden, macht nichts. Zum Schluss. Das Relative, das hilft uns, dass wir vom kosmischen Bewusstsein weitergehen. Und auch dieser Wunsch hilft uns, den wir schon vor dem kosmischen Bewusstsein haben sollten, nicht das, was wir jetzt hier gerade machen, der hilft uns, dass wir überhaupt in die höheren Bewusstseinszustände noch kommen, in das Gottesbewusstsein, Einheitsbewusstsein, Brahmanbewusstsein, dass wir da überhaupt hinkommen, weil das Selbst ist realisiert im kosmischen Bewusstsein und da gibt es kein mehr an Selbst, was ich schon sagte, aber die Entwicklung, auch jetzt um diese wirklich wahre, tiefe Beziehung und diese Einheitserfahrung zu deinem Partner zu haben, geht ja da richtig los. Und das Wachstum an Liebe wird mehr und mehr und mehr und mehr. Und dann kommst du ja zum Gottesbewusstsein und dann zum Einheitsbewusstsein und dann ins Brahmanbewusstsein. Und dann hast du wirklich, was Maharshi sagt und was ich gestern auf dem Video sagte, dass man alle Aspekte des Lebens voll leben sollte. Das heißt, alles, die Erfahrung mit deiner Frau zum Beispiel und mit deinen Kindern, alle Aspekte, dein Beruf und so. Und das kannst du aber nur machen, wenn du nicht jetzt stehen bleibst im kosmischen Bewusstsein, wo du getrennt bleibst, von deinem Partner, von deinem Beruf, von deinem Vorgesetzten, von deinen Kindern, von deinem Hund, da kannst du noch nicht die Fülle erlangt haben. Aber wenn wir jetzt das, was Maharshi sagte, dass wir alle Aspekte, wir haben die Möglichkeit, alle Aspekte zu leben und uns daran zu erfreuen, dann gehen wir weiter vom kosmischen Bewusstsein zum Gottesbewusstsein und dann zum Einheitsbewusstsein. So, ich bin dann durch. Zum Abschluss nochmal, das ist ja auch ganz wichtig, so nicht, dass wir einfach da sind, wo wir gerade sind. Wir leben jetzt da, wo wir sind. Das ist jetzt so mal so ein Blick, Lichtblick, so, wo die Reise hingeht. Achso, dann mache ich mal den Abschluss damit, so mit diesem Einheitsbewusstsein. Nicht? Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Im Einheitsbewusstsein ist ja der Wahrnehmende und das Objekt der Wahrnehmung eins. Das heißt, du und deine Frau oder dein Mann seid eins, keine Trennung. Da ist nichts irgendwas, so was dazwischen steht. Und das ist, und das, wenn du jetzt zum Beispiel noch nicht erleuchtet bist oder noch nicht in dem kosmischen Bewusstsein bist und du bist mit deinem Partner zusammen, dann habt ihr nur diese Erfahrung, Ping-Pong, und dann wollt ihr so ganz in der Präsenz sein. Das kann auch durchaus passieren, dass auch da schon so ganz viel Präsenz da ist, auch wenn man beim Satsang ist, dass man so Präsenz hat. Das ist wie im Einheitsbewusstsein, was ich anfangs sagte, du siehst das Problem so oder hast einen Schmerz oder so, gehst nicht in die Geschichte, keine Gedanken, keine Gefühle, da bist du eins mit dem Problem oder mit dem Schmerz oder mit dem vielleicht wieder ein bisschen Widerstand, bist du so eins, das löst sich dann im Nu auf. Im Einheitsbewusstsein kommt das gar nicht erst in die Tüte, dass sich da noch groß was auflösen muss. Das ist schon alles passiert. Da ist ja gar nichts mehr da an Widerstand. Du bist völlig frei. Aber wenn du noch nicht da bist, dann kannst du immer so froh sein, wenn da mal so eine Zeitspanne ist, wo du so ganz im Frieden bist und so ganz in der Glückseligkeit ist, was alles normal ist, wenn du im Einheitsbewusstsein bist. Nicht? Und da kann es durchaus sein, und auch gerade, wenn du meditiert hast und dann wieder in die Aktivität kommst, dass du da so einen Moment hast,
in dieser Einheit, da bist du nur der Wahrnehmende von dem, was dir begegnet, zum Beispiel das Beispiel mit dem Hund, ein toter Hund, die ich da so nicht, und da kommt kein Gedanke, kein Gefühl auch von Antipathie oder so, wie eklig, oh, wie sieht der aus und schrecklich, kommen die Gedanken, kommen gar nicht. Oder dein Partner schreit dich an und so, und wenn du jetzt so völlig in der Präsenz bist, in der Gegenwart, das berührt dich gar nicht. Da kommen keine Gedanken auf, kein Widerstand, keine Gefühle, alles ist palettig. Das ist ein Dauerzustand im Einheitsbewusstsein. Das ist so, kann mal kurz passieren, weil das passiert nicht immer, weil sofort wieder Stress und Verspannung aufkommt, weil unser Nervensystem noch nicht so weit gereinigt ist, dass wir permanent in dieser Präsenz sein können. Ich finde das nochmal ganz gut, auch das von dieser Seite nochmal zu betrachten. Das andere ist auch so, was ich sagte, da kommen jetzt schon Gefühle auf, du bist im Widerstand und da kommen jetzt Gefühle auf und jetzt bist du auch so in der Präsenz und nimmst diese Gefühle wahr, und dann erfährst du plötzlich, ah, die lösen sich jetzt so ganz schnell auf, nicht? Da ist auch kein nichts mehr da, dann nicht kurzer Zeit. Das ist so, wie ich sagte anfangs, diese Erfahrung, so Probleme, nicht, in die drei Bewusstseinszustände, Meißelhammer, dicke Kerbe, nicht so, und dann, die, da ist man nachtragen bis zum Tode, denn im kosmischen Bewusstsein, da ist das so, da geht man so mit dem Finger durchs Wasser. Ich stell dir vor, du hast so eine Wasserschüssel da, nicht, oder bist am See und gehst mit dem Finger da durch, da bleibt keine Kerbe zurück. Da kommen zunächst Wellen hoch und das ist so dieses bisschen Widerstand, was da war, aber du bist so bewusst, dann fällt das Wasser gleich wieder zusammen, da bleibt nichts zurück. Keine Erinnerung. Und deshalb das ist so toll, und das ist im kosmischen Bewusstsein. Und wenn du das auch in diesen anderen drei Bewusstseinszustand, also in den Wachbewusstseinszustand haben kannst, dass du so präsent schon bist, zumindest bei einigen Erfahrungen, dann merkst du auch, da bleibt nichts zurück. Da wirst du angeschrien von deinem Partner, weil du bist jetzt so präsent, und dann merkst du auch, schreit, zieht sich zusammen, hast deine Gefühle, aber du bist so präsent, dann bleibt da nichts zurück. Und dann musst du gar nicht mehr drüber diskutieren, weil das hier nicht mehr da ist, hat sich aufgelöst, nicht? Im kosmischen Bewusstsein ist das permanent. Du bist immer der Wahrnehmende, bist immer getrennt, da kommt nichts ran bei dir, kein Ärger, keine Wut, nicht. Das kommt bei dir gar nicht rein ins Bewusstsein, aber in dein Gefühl kann das reinkommen. Finde ich voll toll, gerade wie sich das so entfaltet, nicht? Komme ich auch gerade drauf, habe ich noch nie so gesagt oder gedacht. In das Gefühl kommt das rein, du wirst angeschrien, oh. Bis zum kosmischen Bewusstsein, dann ist es so, jetzt ist das schon reingekommen, das Gefühl. Und dann denkst du schon drüber nach und bist vielleicht auf einen Moment wütend, aber dadurch, dass du ja dein Selbst realisiert hast und der Wahrnehmende ist nicht, dass diese Denkmaschine oder so, dass du jetzt darüber nachdenkst und so, nein, du bleibst in dieser Stille, vielleicht sind kurze Gedanken da, aber du bist der Wahrnehmende und du bist der Beobachter, und der Beobachter sieht also den Schmerz und fühlt den Schmerz so nicht. Und erfährt die Gedanken, boah, vielleicht ist der, wenn der Schmerz ganz groß ist, nicht, kann sein, dass da vielleicht 10 Minuten Gedanken sind oder auch eine halbe Stunde oder Stunde, so, wie kann der bloß und so, warum muss mir das passieren, nicht? Aber dieses, und da bist du ja so in der Präsenz mit diesen Gedanken, und dann beobachtest du eigentlich nur, bist Beobachter von dem, was da ist, ja, was passiert, nichts bleibt zurück, nicht? Du hast dich morgens gestritten, abends gehst du ins Bett und schläfst genauso normal und schön so, nicht, in deinem Wachschlaf, im Gottesbewusstsein, im kosmischen Bewusstsein bist du im Wachschlaf, da schläfst du ja nicht mehr, aber dann liegst du da nicht und genießt einfach deine Stille, alles ist toll, und diese Gedanken, die du morgens noch hattest, die sind nicht mehr da, weil das sich alles aufgelöst hat in dieser Präsenz, in dieser direkten Wahrnehmung. Man nimmt zwar die Wahrnehmung aus der Vergangenheit jetzt wahr, und die Vergangenheit löst sich jetzt auf. Und da bleibt nichts hängen. Nicht wie beim ersten Mal, wenn man nur in diesem Wachzustand ist, wo die Eindrücke dann so stark sind und dass man da so sein ganzes Leben darüber nachdenken muss, um da wieder vielleicht oder irgendwie so Vergebungsübungen machen muss, nicht, oder beten muss, nicht, oder lange unendliche Gespräche führen muss, nicht, damit das wieder irgendwie gereinigt werden kann. Nee, im kosmischen Bewusstsein, da bist du immer so still, schaust, und alles passiert. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Seid so reichlich, so zahlreich. Schön. Vielleicht auch eine ganz gute Zeit, jetzt hier zu sein.
Gucke ich gerade nochmal, ob da eine Frage ist. Das ist nur Hallo immer so, Hallo, Hallo. Also ihr könnt immer Fragen stellen. Und wenn ihr auch gerade Erfahrung habt, so nicht. Ich habe jetzt auch heute wieder, möchte ich noch kurz sagen, auch ganz viele Fragen, die ich jetzt auch privat bekomme, so über PN, nicht private Nachrichten. Ist auch ganz viel reingekommen jetzt in letzter Zeit, wo wirklich auch akute Sachen sind, so auch mit Psychiatrie, wie man sich da verhalten soll in der Psychiatrie, mit den Medikamenten, mit der Chemie, mit der ganzen Chemie und dann auch Partnerschaftsprobleme, wirklich harte Partnerschaftsprobleme, nicht, wo es wirklich darum geht, so, boah, bleiben wir zusammen oder trennen wir uns. Ja, das und das, aber das, dieses Verständnis, wenn wir das ein bisschen haben so und dann so ein bisschen mal praktizieren, egal wo wir sind im Bewusstsein, nicht, natürlich ist es immer besser, je weiter man entwickelt ist, so je weiter das Bewusstsein sich entfaltet hat, umso leichter kann man es verstehen und auch umsetzen. Aber selbst wenn man noch ganz viel unbewusst ist oder so noch in den 20% ist, auch da haben wir die Möglichkeit, 20% zu machen, an präsent zu sein, mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen nicht und dann auch das und dann transzendieren immer, und dann wird das Bewusstsein erweitert und dann merken wir schon, boah, ich kann viel mehr bei mir selbst reinigen. Ich muss nicht mehr damit meinen Freunden immer drüber sprechen oder mit anderen Leuten drüber sprechen und so, weil das bringt ja nichts. Weil das Sprechen bringt nichts, nicht viel, nicht höchstens nur in diesem Rahmen. So, vielleicht kann man einiges klären, aber das Hauptproblem ist eigentlich diese Unbewusstheit, die wir haben. Nicht? Das ist das Hauptproblem in unserem Leben, dass wir nicht bewusst sind. Ursprünglich waren wir total bewusst und jetzt sind wir völlig unbewusst geworden, weil wir uns mit unserem Problem identifizieren, mit unserem Körper identifizieren, mit all den Schwierigkeiten, mit dem Partner, Kinder, so alles mit dem Leben identifizieren. Überlagern wir unser reines Bewusstsein, ja, und dann haben wir 20% und das ist das Hauptproblem in unserem Leben, nicht? Dieses schwache Bewusstsein, was wir haben, nicht? Und das ist nicht unser Problem nur alleine, das ist das kollektive Bewusstsein, nicht? Das ist das Problem in der Politik, in der Wirtschaft, überall. Die haben alle Probleme, auch gerade was wir in England jetzt gerade sehen mit dem Brexit, nicht? Dieses totale Problem, alles in den Köpfen, nicht? Weil die sind nicht bewusst. Ganze Umweltverschmutzung, alles liegt nur daran, weil wir nicht bewusst sind, weil diese paar Prozent, wir haben noch nicht mal 20%. Die Wissenschaft sagt, wir haben 5% an Bewusstheit und das andere ist unbewusst. Und da kann man sich ja vorstellen, nicht, der Einstein sollte 7 oder 8% haben, so nicht, wo der Otto-Normalverbraucher steht in seiner Bewusstheit. Ja, das ist vielleicht nur zur Anregung, dass wir uns da angespannt fühlen, boah, jetzt gucke ich mal, dass mein Bewusstsein mehr wird, nicht? Und wir müssen uns nicht um Probleme kümmern. Viele Leute, es gibt so viele Wege, nicht? Dann musst du das machen, das machen. Dann sagen wir, ich kann, wenn du denkst so, positiv denken und so, und dieses machen, jenes machen, so auf der Gefühlsebene, Gefühle angucken und so. Ist alles vielleicht ein bisschen hilfreich, aber letztendlich geht es nur darum, Bewusstsein erweitern. Und erweiterst du dann bewusst, möglichst direkt so, wie ich es bei der Meditation, transzentaler Meditation mache, direkt erweitert. Und dann, ich habe mich nie um meine Probleme gekümmert. Mein ganzes Leben, ich wurde immer nur konfrontiert mit meinen Problemen, nicht? Und ich hatte viele Probleme, nicht? Aber ich habe mich nur um Meditation gekümmert, ich habe mich nur immer Bewusstseinsentwicklung gekümmert, mein ganzes Leben lang eigentlich, also seit 1972, ging nur darum, dass ich immer Bewusstsein, 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 transzendieren, transzendieren, transzendieren. Und wenn er so auch mit Problemen konfrontiert worden, boah. Aber da bin ich gar nicht so in dieses Denken reingekommen. Meistens waren die Probleme so hart und so kräftig, dass nur noch das Problem war. Das ist auch Präsenz. Man ist dann völlig gegenwärtig mit dem Schmerz, nicht? Oder was man da gerade hat, nicht? So Migräne hatte ich auch ganz stark, so nicht? Da war nur Migräne, nichts anderes, so Zimmer dunkel und so. Und dann habe ich, dann habe ich, war ich so präsent mit dem Schmerz, dass dann beides gleichzeitig da war. Da war der Schmerz, der war nicht weg, aber ich war präsent und da war ich gleichzeitig glückselig da, nicht? Also ich fühlte mich so geborgen in meiner Glückseligkeit und konnte dadurch den Schmerz, der ja eigentlich gar nicht erträglich war, und war dann manchmal 3 Tage, 4 Tage in so einer Hütte so, völlig dunkel, nicht kein Licht und gar nichts, essen konnte ich auch nichts, aber da war ich so präsent mit dem Schmerz, dass denn diese Glückseligkeit, die in dem Schmerz auch drin enthalten ist, dass die sich gezeigt hat und dadurch waren das 3 glückselige Tage eigentlich, diese Migräne. Okay, ich bedanke mich. Alles Gute, alles Gute, Schöne. Schaut bei euch, wie sich das Bewusstsein so schön entwickeln kann, erweitern kann, dass wir wirklich eigentlich in die wahre Liebe kommen und aus dieser wahren Liebe unsere Beziehung leben und erfahren und miteinander sehr sind.
Und immer in diesem Ja-Sein, nicht? Immer in diesem Ja-Sein, nicht? Und das können wir. Jeder kann im Ja-Sein, nicht im Widerstand, wenn er in sich selbst das Ja gefunden hat. In sich selbst, nicht? Genauso, du kannst die Liebe nicht bei deinem Partner finden. Der Partner zeigt dir einfach nur immer, wo du stehst, nicht? Haut dir immer die Sachen um die Ohren, nicht? Aber die Liebe kannst du nur in dir selbst erfahren, nicht? Und wenn du die Liebe in dir selbst erfährst, nicht, dann kannst du deinen Partner dann teilhaben an deiner Liebe. Und umgekehrt genauso, du kriegst keine Liebe vom Partner. Jeder liebt sich selbst, nicht? Und deshalb geht es darum, auch in der Partnerschaft transzendieren, sich selbst zu lieben. Und diese Liebe, nicht, die ist dann da. Und man verhält sich ganz automatisch in dieser wahrhaften Liebe, die man in sich hat und sie in sich spürt, verhält man sich seinem Partner gegenüber immer so evolutionär. Das ist alles im Fluss, nicht? Das ist kein Widerstand, nicht? Alles im Fluss, nicht? Das ist immer nur ein Ja, nicht? Und da kannst du jeden Moment sagen, boah, ich liebe dich, nicht? Ich liebe dich, nicht? Weil da ist nichts anderes, nicht? Man kann auch sagen, ich liebe mich. Das ist kein Unterschied. Im Einheitsbewusstsein, ich liebe dich, ich liebe mich, das ist eins, nicht? In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, Jay Gurdjieff.